Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute mal wieder ein wenig später Start. Wir haben 9 Uhr, sind gerade losgelaufen. Wir verlassen das Basecamp vom höchsten See der Welt, vom höchsten Süßwassersee der Welt, beim höchsten Salzwassersee der Welt war ich ja auch schon, wenn ihr euch noch erinnert, in Indien mit der Motorradtour. Und heute wieder eine 7-Stunden-Etappe. Wir machen uns auf den Weg Richtung Passüberquerung. Und ja, den Jungs geht's auch gut, gell Urs? Alles easy. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Und es geht schon wieder los. Guck mal da runter. Landslide, jetzt sterben wir gleich wieder. Zum dritten Mal. Geschafft. Landslide Area ist vorbei. Yaks, ganz viele Yaks. Das müsste so eine Mischung aus Kuh und Yak sein, wenn ich mich nicht irre. Schaut mal, wie süß das aussieht, das Kleine. Oh, hallo. Wie geht's dir? Schaut mal, so sieht ein richtiges Yak aus. Boah. Riesenvieh. Wir sind jetzt 2 Stunden gelaufen und sind jetzt hier gerade Mittagessen und es gab gerade eine richtig coole Situation. Erstens mal, das war nicht so eine coole Situation, wurde ich gerade fast von einem Yak getötet, was mich verfolgt hat. Ist mir hinterhergerannt und ich muss voll den Berg hochrennen. Ansonsten hat es mich aufgespießt und dann gerade eben kam noch ein Zuschauer hier reingelaufen und hat gesagt, Simon, geile Videos, voll cool. Und jetzt essen wir mal. Ich weiß aber nicht, was ich essen soll. Soll ich essen? Die Karten sind hier immer so groß. Schaut euch mal an, wie viel Auswahl die hier haben. Das ist doch eigentlich voll pervers. Sollen wir wieder alles? Der Andreas hat Simon. Mit Käse. Mit Käse. Und der Neil, der hat einen Mixed Curry. Oder? Geil. Very geil. Und du? Auch Mixed Curry. Und bei mir gibt's Macaroni mit Käse. Ich habe mir noch einen kleinen Nachtisch gemacht. Es gibt mal wieder Snickers Chapati mit Erdnussbutter. Die ganz faulen Schweine lassen sich von Ponys einfach zum Basecamp kutschieren. Wir haben uns gut gestärkt und jetzt geht's auf den Seasonal Trail nach Jagkalka oder wie auch immer man das aussprechen mag. Ja, und es ist mittlerweile ein bisschen zugezogen, schaut mal. Und auch schon relativ kalt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Nicht, dass es irgendwie noch anfängt zu regnen oder zu schneien. Wir sind alle in dem Guesthouse angekommen und schaut mal, was jetzt gerade abgeht. Es schneit und zwar richtig krass. Ein großes Problem für mich, weil ich habe nämlich nur diese Schuhe dabei. Ich hoffe, es schneit jetzt nicht die ganze Nacht durch. Das wäre mal richtig kacke. Guten Morgen, Leute. Schaut euch mal das an. Winter Wonderland. Richtig krass. Alles ist schneebedeckt und es sieht so schön aus. Ja, wir sind jetzt gerade aufgestanden. Es geht dann auch gleich schon weiter. Wir frühstücken jetzt kurz und schaut mal hier rüber. Oh. Mit Schnee sieht irgendwie alles schöner aus. Aber die Sonne kommt jetzt gerade raus und in 5 Minuten wird der ganze Schnee weg sein. Ursel, was gibt's zum Frühstück? Guten Morgen. Apple Porridge. Apple Porridge. Und jetzt hatten wir mal wieder Müsli mit Hot Milk. Gell? Neil, wie geht's dir heute? Hey, top. Why not? It's good business for you. No, we bet. Wir versuchen gerade wieder eine Snickers-Verhandlung hier zu machen. Das ist eine sehr lustige Situation. Not price. 15 is not 15 piece. 100 more. 20. 100, yes. That's too much. We buy 15. Yeah. I take 400. Otherwise I go to another shop. Unsere Snickers-Mission ist geglückt und wir sind jetzt auch schon wieder unterwegs. Schaut mal, wir gehen jetzt über eine 85 Meter lange Hängebrücke. So lang war, glaube ich, bis jetzt noch keine. Und hier sind so krass viele riesige Adler unterwegs. Ich habe gerade einen gefilmt,
mindestens 2 Meter Spannweite, Leute. Ja, krass. Und jetzt geht's zum Basecamp. Alter, diese Riesenadler. Oh, Scheiße. Ich hab's verkackt. Boah. Leute, schaut mal hier unten. Hier sitzen einfach 10 Geier und fressen irgendwie eine halbe Kuh oder so. Die sind auf jeden Fall am Aas fressen gerade. So krass. Das habe ich auch noch nicht gesehen, hey. Da kommt jetzt gerade ein kleiner Hund angelaufen zu den Geiern. Wow. Wir haben da so einen kleinen Jungen getroffen mit Pfeil und Bogen. Ich weiß nicht, ob er manchmal da die Adler abschießt. Aber jetzt versuchst du es mal. Wir machen Mittagspause in so einem kleinen Kiosk und schaut mal, hier liegt so ein richtig fetter, fetter Hund. Da. Kommst du? Der hat's gehört. Ich streichel das kleine Dickerchen jetzt mal. Alter, der ist so flauschig. Fass den mal an. Der ist so flauschig. Gib dem jetzt eine Hundemassage. Mm. Oh Gott. Krass, gell, wie flauschig der ist. Aber gar nicht wabbelig. Nee, der hat wie ein Stein, aber blau. Der ist so fett, aber nicht wabbelig, gell. Wie ein Ballon. Ja, wie ein Ballon. Oh, ich weiß, er hat Blähungen. Schon wieder eine Landslide-Area. Oh je, oh je. Wir haben es zum Torong Basecamp geschafft und das liegt auf 4540 Meter. Und von hier sind es morgen früh noch 3 bis 4 Stunden bis zum Pass. Real Coffee und Apple Pie. Hört sich sehr gut an. Oh. Ursel will jetzt unbedingt Jenga spielen, weil Denkspiele nicht so sein Ding sind. Zahlen sind nicht so deins, gell? Nein. Zahlen mag ich nicht. Mochte ich noch nie. Boah, er hat es schon wieder geschafft. Jetzt Ursa. Zeig, was du kannst. Also. Nein. Wo ist der Verlierer? Jetzt ist auch schon wieder abends, wie ihr sehen könnt, und wir gehen jetzt gleich ins Bett. Wir müssen nämlich morgen um 4 Uhr aufstehen. Richtig krass, es geht um 4 Uhr schon los auf den Pass. 1000 Höhenmeter, wird richtig geil. Money, Benny.